Guten Morgen und herzlich willkommen zum Einsingen um 9, das letzte dieser West Side Story. Woche, die mir persönlich super viel Spaß macht. Seine Voraufnahme, da ich heute Proben und Vorstellungen habe. Jetzt, wir wollen uns heute ausschütteln. Und zwar beginnen wir hier. Hier und der Kiefer ist gerade auch natürlich locker. Dann geht es über in den Oberarm. Wir lassen den ganzen Oberarm wackeln und sind trotzdem aufrecht. So, dann spüren wir kurz die zwei Seiten, sind sie verschieden, und wir gehen mit derselben Fußgelenk und dann so ein richtiges Schütteln. Wenn wir jetzt einen Ton geben würden, was wir machen können, würde dann das ist der Fuß und dann ist es auch das Knie, das mitmacht. Und dann die bis zum Hüftgelenk gibt es so ein Wackelding. Und immer darf es federn. Es darf federn im Zwerchfell, es darf federn hier, es darf federn rundum. Gut, jetzt schnell nachspüren die beiden Seiten. Wow, die ist riesig und überhaupt aufgebläht. Wie die Zitrone, darauf kommen wir noch. Und jetzt nehmen wir die andere Seite zuerst. Hand schütteln. Kiefer ist locker, schüttelt vielleicht ein wenig mit. Die Vorstellung, der Kehlkopf ist auch locker und darf einfach von dieser Bewegung des ganzen Arms jetzt auch ein bisschen mitschütteln. Das Zwerchfell ist auch schüttelaufnahmefähig. Wir gehen zum Fuß. Fuß schüttelt. Und dann, ist natürlich super auch fürs Gleichgewicht, klar. Das Bein schüttelt und ein Ton kommt. Sehr schön, wir wackeln mit dem Po. Könnt ihr das auch? Hin und her. Ja, ich bin blau in blau. Ich wusste nicht, dass dieser Hintergrund hängt. Deswegen sieht man eh nichts. Und jetzt mal noch oben. Die Schultern. Ganz langsam beginnen. Nochmal Po. Versuchen den Kehlkopf loszulassen. Und jetzt Schultern. Wunderbar. Benjamin hat gestern etwas sehr Interessantes gemacht, nämlich gähnen. Und der Kehlkopf rutscht runter. Ha, 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 nimmt die Stimme dazu. Ha, hört den Klang. Ha. Dann neutral. Ha, ba, be, bi, bo, bu. Sprecht mit mir. Ba, be, bi, bo, bu. Nochmal gähnen. Ha, ba, be, bi, bo, bu. Neutral. Ba, be, bi, bo, bu. Und jetzt schlucken. Ihr spürt es in der Schluckbewegung. Der Kehlkopf rauf geht. Ba, be, bi, bo, bu. Und jetzt mit diesem erhöhten Kehlkopf sprechen wir auch das Ba, be, bi, bo, bu. Also ein Schluckmoment. Ba, be, bi, bo, bu, neutral. Ba, be, bi, bo, bu, gähnig. Ba, be, bi, bo, bu, neutral. Ba, be, bi, bo, bu, schluckig. Ba, be, bi, bo, bu. Diese Beweglichkeit des Kehlkopfs ist ganz entscheidend für die verschiedenen Klänge, verschiedener Stile. Und der Aufzug darf immer wieder rauf und runter fahren und wir können je nach Stil den Kehlkopf ein bisschen höher haben, ein bisschen tiefer. Und wir werden das jetzt verbinden mit einer Übung, die geht so.
neutral. Au, 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 au. Von hier. Au, 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 au. Wir gehen ins Gähnige und machen Ui. Tiefer als neutral. Und wieder zurück zum neutral. Und nochmal das leicht gähnige. Neutral. OE. OE, 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 OE. Immer zuerst schlucken. OE, 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 OE. Spüren, wo der Kehlkopf ist und ihn da belassen. OE, 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 OE. Vielleicht hört ihr den Unterschied. Machen einmal von einer Tonhöhe aus alle drei. Zuerst das Neutrale. Au, 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 au. Gähnig. Ui, 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 ui. Schluckig. Oe, 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 oe. Bisschen in einer anderen Lage machen wir das auch noch hier. Und jetzt nur ihr, Schlucki. Drei verschiedene Positionen mit den gleichen Tonhöhen. Das ist unser Start. Jetzt versuchen wir drei Klänge, diese drei Klänge auch noch mit einem Wort. Wir nehmen Hau. Hau, hau, hau. Es ist ein bisschen rufig. Hau, wir bleiben offen. Hau, hau, hau. Und schauen mal, was passiert, wenn wir weiter nach oben gehen. Geht das noch weiter? Geht das nicht mehr? Klemmt es? Hau, hau. Also es gibt da eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Jetzt nehmen wir das Jammern von, das Zitronenjammern von vorgestern. Nein, das war schon ein Tag zurück. Das war der Donnerstag vielleicht. Ja, das war der Donnerstag. Zitronenjammern. No! Ho, ho, ho! Tipp, nicht, Mund nicht aufmachen. No! 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 Wir hatten diesen Klang. Und jetzt ist es so, wenn ihr jetzt eben wieder auf die Position eures Kehlkopfs kommt, wo ist der? Bei einem No! 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 Im Gegensatz zu einem neutralen No! 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 Oder vielleicht einem gähnigen No! 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 Ja, er ist höher, der Kehlkopf, für das Jammern. No! 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 Er darf hochgehen. Der Mund bleibt relativ zu. No! 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 Wir nehmen das in eine Übung. No! 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 Ihr habt in eine Zitrone gebissen. Oh, so fühlt sich das an. No, 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 no. Mund ist relativ zu. No, 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 no. No, 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 no. Jetzt sehen wir den offenen Klang. How, how, how. How, how, how.
auf. Zähne sind da. Hau, 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 hau. Wo ist euer Kehlkopf? Ist er neutral? Ist er etwas höher? Ist er tiefer bei diesem? Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. Schreibt's in den Chat. Nochmal den No. No, 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 no. Nochmal hau. Hau, 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 hau. Und jetzt einen gähnigen Nu. Nu, 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 nu. Ja, sowohl bei dem Hau wie auch bei dem Zitronen No darf der Kehlkopf wenig nach oben gehen. Ja. Er muss sogar, weil sonst gibt es den anderen Klang, nämlich diesen und den suchen wir jetzt gleich auch als Ausgleich. Den klassischen Klang mit dem Kehlkopf, der ein bisschen tiefer ist. Er steigt auch, aber nicht so sehr. Also, ihr seht, wir haben eigentlich hier so in diesem Aufzug verschiedene Stockwerke, die wir bedienen für verschiedene Arten von Klängen. Und wir nehmen jetzt mal den Anfang von I Feel Pretty noch einmal. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Und ihr singt es einfach mal. Und ihr stellt einfach das Augenmerk könnt ihr auf eurem Kehlkopf haben, nee, das Fühlmerk. Und mal schauen, wo der sich so hinbewegt. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Gerade nochmal, steigt der? Bleibt der? Sinkt der? Fliegt er raus? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Ja, er hüpft ganz bisschen bei mir bei pretty, aber also Mikrometer. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Aber eigentlich, nein, eigentlich macht er nicht so viel. Und mit eurem Wissen, was ihr jetzt vielleicht erworben habt gerade, könnt ihr einschätzen, ja, was ist das eigentlich für ein Klang? Ist es dann vielleicht eher dieser klassische Klang? Es ist auf jeden Fall ein Kopfstimmklang. Ich wechsle in die Kopfstimme. I feel pretty, oh so pretty. Ich bin eigentlich schon in der Kopfstimme ziemlich schnell. Versucht das mal mit mir zusammen. Also nicht I feel pretty, oh so pretty. Also wie wenn ich jetzt mit der Bruststimme hochgehe. Nein. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Und trotzdem ist es nicht Operngesang. Es ist nicht I feel pretty, oh so pretty. Das heißt, ich bin vielleicht in einem Neutral. Also ich bin nicht in dem noch zusätzlich vertieften Kehlkopf, sondern ich bin in dem, wie mir der Schnabel gewachsen ist, die Kehle gewachsen ist und gehe von da aus. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Und bleibe da etwa. Und vielleicht noch, ich bin eher ein bisschen breit, ich bin nicht ganz schmal, sonst wird es wieder so ein bisschen, tendieren wir dazu, den Kehlkopf zu senken. Gerade noch einmal diesen Anfang. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Also hier haben wir eigentlich diesen Neutralklang, der uns auch in der
Unterhaltungsmusik, in der U-Musik oder in der nicht-klassischen Musik hilft. Jetzt mit diesem Breiten können wir auch noch viel höher. Wir können gehen. Ja. Versuchen wir. Ja. Ja. Wir machen den Kiefer genauso auf. Ja. Teil der Arbeit auch. Wir nehmen den Gaumen ein bisschen hoch. Ja. 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 Aber was wir nicht machen ist, nicht total den Kehlkopf senken. Ja. Sonst sind wir in einer anderen klanglichen Welt. Ja, mach mal auf Operndiva oder Divo. Ja, und jetzt. Ja. Das klingt dann vielleicht ein bisschen jünger oder es klingt ein bisschen heller. Dieser Klang. Ja, super! Jetzt gehen wir noch einmal in die Klänge von West Side Story. Wir hatten Tonight the minutes seem like hours, the hours go so slowly. Den nehmen wir nochmal. Der ist in einer Lage, wo wir Verschiedenes jetzt nochmal ausprobieren können. Zitrone zuerst. Ihr wisst, es darf ein bisschen steigen. Von hier. Today, the minutes seem like hours. The hours go so slowly. Also die Minuten wirken wie Stunden. Die Stunden gehen so langsam. Today. Unterstützung eurer Flanken. Noch einmal. Today, the minutes seem like hours, the hours go so slowly. Ihr seid jetzt sozusagen kehlkopftechnisch im Hochparterre. Jetzt singen wir das einmal ganz klassisch. Today, the minutes seem like hours, hours go so slowly. Dann kriegt ihr leider kein Engagement von mir für West Side Story, aber vor allem haben wir wenig Kraft in dieser Lage häufig, wenn wir sehr tief sind mit dem Kehlkopf. Machen wir noch einmal. Today the minutes seem like hours, the hours go so slowly. Und wir gehen vom Neutralen aus, ein bisschen breit. Today, the minutes seem like hours, the hours go so slowly. Wir gehen ein bisschen hoch, einen haben wir doch noch. Hier ist es. Today. Ja. Wir beginnen jetzt gleich nochmal mit dem. Neutral, bisschen breit in den Wangen. Today, the minutes seem like hours, the hours go so slowly. Oh, ich war ganz falsch. Today, the minutes seem
ein klassischer Today the minutes seem like hours The hours go so slowly Ist es nicht verrückt, was die Stimme alles kann? An verschiedenen Sachen, es ist so spannend und hört nie auf. Man kann es immer noch verfeinern. Und jetzt noch die Zitrone. Im Hochparterre hier und hier mit dem. Today the minutes seem like hours, the hours go so slowly. Wunderbar. Okay, wir gehen in den Schluss von Somewhere, weil den habe ich euch versprochen gehabt und noch, ich habe es noch nicht eingelöst. Hier ist er. Ah nein, zuerst gebe ich noch, euch noch ein wenig New York Gefühl. Wir hatten es nämlich am Dienstag von diesen Dämpfen, die immer aus dem Untergrund raufkommen. Hier sind sie am Times Square mit Dämpfen, New York. Wenn ihr mal da seid, ihr werdet es nicht übersehen können. So, also wir sind hier drin im Somewhere und der Schluss, der geht so. Am Anfang hatten wir There's a place for us, someday a place for us, da 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 da. Time to look, time to care. Und jetzt beginnen wir hier. Someday, somewhere zusammen. Someday, somewhere. Noch einmal. Someday, somewhere. Wir sind auf dem Neutral in der Kopfstimme. Someday für die Damen. Somewhere für die Herren auch breit. Zähne. Somewhere, someday. Und jetzt zieht man das rauf. We'll find a new way of living. We'll find a new way of living zusammen. We'll find a new way of living. Und dann geht es weiter. We'll find a way of forgiving. We'll find a way of forgiving somewhere. Hier ist der Anfang. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. Wir versuchen das einmal durchzuziehen, ohne Atem nach dem Somewhere gleich ins We'll find a new way. Someday, jetzt gut atmen. Somewhere we'll find a new way of living. Gerade noch einmal. Und wenn ihr diese Es gibt ja schon so eine Spannung in diesem Ton. Somewhere. Und die Frage ist, woher nehmen wir die? Vielleicht könnt ihr nochmal Barbaras Pobacken Trick könnt ihr noch einmal brauchen. Somewhere. Dass man hier ein bisschen We'll find a new way of living. Und das Wichtige ist, dass man sie dann auch wieder loslässt. Beim Atmen. We'll find a way of forgiving somewhere. Ja, machen wir das Ganze. Someday und dann atmen, ganz gut atmen, wirklich loslassen. Und dann mit Barbaras Trick. We find a new way of living und dann wieder loslassen. Okay. Someday. Somewhere.
und jetzt versuchen wir auch noch einmal diese Kehlkopfpositionen zu spüren. Jetzt war ich auf dem Neutral, sage ich jetzt mal. Jetzt gehen wir mal in den klassischen Klang. Total angenehm, finde ich, aber klingt nicht ganz passend. Für einen Bruststimmklang ist mir persönlich das jetzt schon zu hoch. Someday we'll find a new way of living. Aber für diejenigen, die Zitrone sehr gerne mögen und es ausprobieren wollen, nicht den offenen, sondern wirklich den mit Mund zu, Zitrone beiß, Kehlkopf darf hoch. Geht eigentlich auch. Wollen wir noch mal? Zitrone. Rups, hier darf es schlucken. Someday, somewhere we find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Wenn ihr den wirklich ausprobieren wollt, dann Flanke, Pobacken. Ihr braucht den Halt von unten. Was gar nicht mehr geht für mich ist, someday we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Also es geht auch, aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Würde ich jetzt nicht unbedingt wählen von all diesen Klängen, die man da machen kann. Ja, habt ihr Lust mit mir noch einmal zu singen? Die muss da schnell umstellen, entschuldigt. Das schöne Liebeslied von One Hand, One Heart. Ich habe es immer noch nicht gefunden, entschuldigt. Hier ist es. Wir hatten es. Hier, Moment. So. Ich hätte Lust. Ich war ja beim Falschen, schuldig. Ich muss euch das hier geben. Hier ist es. Make of our hands one hand. Make of our heart one heart. Make of our woes one heart. Ja, mit einem ganz, ganz regelmäßigen Luftstrom und mit vielleicht einer neutralen Kehlkopfposition. Make of our woes one.
geht das ja doch ein wenig hoch im zweiten Teil. Und da dürft ihr ruhig noch ein bisschen diese Kuppel, dieses, den Gaumen etwas aktivieren, dass der sich ein bisschen nach oben bewegt. Und wenn es geht, ohne dass der Kehlkopf auch total tief geht, könnt ihr nur den oberen Teil. Beim Zahnarzt, dieser, ihr wisst schon, ich sage manchmal den Bohrer, der da im Gaumen ins Hirn hineinbohrt. Klangbohrer natürlich. Noch einmal. Machen wir den zweiten Teil auch noch. Ja, es ist einfach wunderbare Musik, hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Und vielleicht habt ihr neue Arten von Klängen entdeckt in eurer Stimme. Die sind alle da, das ist eine ganze Palette, man kann sie brauchen. Es gibt Ölfarben, es gibt Acrylfarben, man kann auch mit Kreide malen, man kann mit Kohle malen und all das ist in uns drin. Und ich habe natürlich Freude, wenn ihr auch am Experimentieren weiterhin Freude habt. Wir können das immer wieder brauchen und dass ihr vielleicht eure Dimensionalität noch ausweiten könnt, was die Stimme betrifft. Nächste Woche Lieblingsbücher. Wenn ihr Lust habt, schickt uns die Titel und Autorinnen eurer Lieblingsbücher zu. Und dann machen wir eine schöne Palette von Lieblings-Sommerlektüre-Büchern. Einen schönen Tag.